Ich wünsche euch allen einen wunderschönen sonnigen guten Morgen. Heute am 17. Juni treffen wir uns alle wieder bei der Podiumsdiskussion im Rahmen des Service Management Forum Schweiz. Ich begrüße auch ganz herzlich meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ganz besonders freue ich mich heute auf unseren besonderen Gast. Das ist die Monika Herbstritt-Lappe. Sie stellt sich heute auch dem Thema, wenn es darum geht, Digitalisierung oder führt die Digitalisierung zur Entmenschlichung. Sie sagt, dass die künstliche Intelligenz nicht intelligent ist und schon gar nicht kreativ. Was das genau bedeutet, was das mit Tauchen zu tun hat, was es mit ihrer Erfahrung zu tun hat im Meer der Gefühle, das wollen wir gleich noch herausfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Dann freue ich mich natürlich auf meinen Freund Roger Berliat, unseren Präsident vom Schweizer Serviceverband. Ja, mit seiner sehr, sehr provokativen Aussage, aber ich mag seine Aussage, Digitalisierung eliminiert ineffiziente Kontakte. Was meint er damit? Welche Kontakte möchte er gerne eliminiert haben? Und welche Erfahrungen hat er damit gemacht? Ich bin gespannt, was er gleich dazu sagen wird. Neu auch in der Runde ist heute der Michael Stucki. Er vertritt heute die Planet und ist dort Marketingleiter. Planet, bekannt als klassischer Service-Management-Anbieter. Service-Management-Anbieter auch in ihren Produkten. Und er hat in den letzten Wochen sehr, sehr viel unternommen, auch um sich diesem Thema zu nähern. Er hat Umfragen vorgenommen und hat auch die Community gefragt, ob die Digitalisierung letztendlich den Menschen zu stark in den Hintergrund drängt. Und interessanterweise, nicht einmal die Hälfte sagt nein. Interessanterweise sind 23%, die sagen ja oder je nach Situation. Was genau interpretiert er aus diesen Daten? Da freue ich mich drauf, seine Einsicht zu bekommen. Last but not least natürlich Martin Andenmatten, Präsident des Schweizer Management Forum, also Management Forum Schweiz. Er sagt natürlich, dass mehr Menschlichkeit gefordert ist und so wenig Digitalisierung wie nötig und so viel Menschlichkeit wie möglich. Das könnte man so als einen guten Werbebanner nehmen, doch was steckt dahinter? Da fragen wir ihn gleich. Monika, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon. Du bist ja in deiner Funktion nicht nur Managementberaterin, auch Keynote-Speakerin. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt beim Service Management Forum. Da hattest du eine tolle Rede, hast auch dein Buch vorgestellt. Erzähl ein bisschen, macht dir das Angst, das Thema Digitalisierung? Oder schaltest du ab, wenn du einfach ins Meer tauchst und sagst dann alles, was oben drüber interessiert mich gar nicht? Ja, also ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Vielleicht zu meinen Wurzeln. Ich habe in den philosophischen Tiefen der Mathematik und Physik studiert. Und was mich in meinem Physikstudium schon sehr interessiert hat und fasziniert hat, war auf der einen Seite die strengen Regeln der Aussagenlogik. Eine Aussage ist wahr oder falsch, tertium non datur, also eine sehr digitale Sicht, wahr oder falsch. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die geprägt sind von ihrer Kultur, die Glaubenssätze haben. Und es war faszinierend, wie in die strengen Regeln der Aussagenlogik sich dann trotzdem immer wieder die Sichtweise der Menschen reingeschummelt hat und sichtbar war. Und an dieser Verbindungsstelle, wo die Menschenwelt mit ihren Glaubenssätzen, mit ihren Sichtweisen auf die Welt der Zahlen, Daten, Fakten trifft, bin ich vertieft, seit ich mit 18 begonnen habe, Physik zu studieren. Und das war das, was mich so fasziniert hat. Relativitätstheorie, der eine sagt, das ist früher, der andere sagt, das ist später, der dritte sagt, das ist gleichzeitig. Und alle drei haben recht. Und die Digitalisierung macht mir nicht Angst. Im Gegenteil, wenn Digitalisierung gut gestaltet ist, und ich glaube, das haben wir jetzt als Gesellschaft gefordert, dann kann Digitalisierung ungemein inkludierend sein. Also zum Beispiel wäre diese Podiumsdiskussion nicht online, ist es die Frage, ob ich jetzt für eine Podiumsdiskussion nach Zürich geflogen wäre oder wieder und wieder zurück. Ja? Und Digitalisierung kann ungemein inkludierend sein. Wenn wir nicht aufpassen, ist exkludierend. Wenn sie so gestaltet ist, dass zum Beispiel schwer bedienbar ist, dann kriegen wir einen digitalen Analphabetismus. Aber ich hoffe auf unsere Gesellschaft, dass sie die Digitalisierung so gestaltet,
dass mehr miteinander möglich ist. Ja? Und du hast noch mein Möglichkeitsmeer angesprochen. Erstens tauche ich so gerne und jetzt gibt es Taucherfahrungsschätze für den trockenen Alltag, weil man vom Tauchen ungemein viel lernen kann, zum Beispiel, dass man immer als Buddy-Team taucht. Und mein Möglichkeitsmeer, mehr Möglichkeiten sind mehr Chancen. Und ich sehe die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung erschließt. Und auf die freue ich mich. Also meine Lebensplanung ist, in 20 Jahren bin ich 80. Dann will ich immer noch tauchen. Und ich will immer noch Vorträge halten. Aber ich will nur so viel Dienstreisen. Und dann werde ich zwischen meinen Tauchgängen online Vorträge halten. Das ist meine Lebensplanung in 20 Jahren. Roger, ich weiß nicht, was du in 20 Jahren machst. Die Frage wäre, möchtest du auch dann lieber tauchen gehen und der Digitalisierung oder dem zu entfliehen, wo du sagst, naja, ineffiziente Kontakte kann ich durch Digitalisierung verlieren, warum nicht auch durchs Tauchen? Wie siehst du dem Thema? Was hast du dem entgegenzustellen? Das ist natürlich jetzt gerade etwas schwierig und fies, da nach der Monika was zu sagen. Nein, also kein Problem, ich stelle mich da der Herausforderung. Ja, wie wir ja sehen, oder? Ich brauche ja nicht selber tauchen zu gehen. Ich sehe ja jetzt da bei Martin hinten dran schon wunderbar, wie das funktionieren kann. Ich sehe es bei der Monika und das ist, glaube ich, auch das beste Beispiel, wie man, ja, sage ich, vielleicht auch Leuten das näher bringen kann. Eben hier auch, sage ich jetzt wieder, Digitalisierung vielleicht mehr Segen. Ich frage mich halt auch, wie es dann ist in 20 Jahren. Jetzt hat vielleicht dieser Tauchtourismus auch etwas nachgelassen, sage ich jetzt. Jetzt greife ich etwas die Monika an, oder? Weil ich ja sage, die Taucher sind ja eigentlich die Hölle für die Meere, oder? Weil die gehen ja da überall rumtauchen. Und man hat jetzt festgestellt, dass in Thailand ja auch das Meer sich erholen konnte, etwas. Aber das hat natürlich nichts mit dem Tauchen zu tun, sondern es ist durch den Schiffverkehr, der auch nachgelassen hat. Das ist schon klar. Aber es ist eigentlich auch schön, auch für Monika wahrscheinlich zu sehen, dass es so funktioniert. Was ich denke, ist vielleicht auch, dass wir gewisse Sachen, Themen, die dann eben so mit den Aspekten zu tun haben, wie viel Reisen. Ich glaube auch, letztes Jahr sind viele Leute virtuell gereist, oder? Also man hat Orte besucht, halt einfach virtuell, weil man nicht hinkonnte. Und das hatte sicher auch Vorteile für die Umwelt, aber natürlich auch für diese Destination zum Teil, die sich halt eben vielleicht auch erholen konnten, anstatt dass vielleicht noch mehr Influencer dahin gegangen wären und dann sinnlose Fotos gepostet hätten und irgendwas noch irgendwo raufgestanden wären und so weiter. Ja. Das ist so etwas, dieser Punkt, sage ich jetzt mal, wenn ich so vom Tauchen her komme. Sonst bin ich halt der Typ, der nach oben geht. So, ich denke dann Martin, Walliser Dörfer und Walliser Täler. Ich bin da so der Typ, der danach nach oben geht und diese Freiheit braucht. Ich habe immer so etwas Angst von dem ganzen Druck hier vom Tauchen her. Darum will ich das hervorziehen, diesen Weitblick zu haben und natürlich auch, ja, sage ich jetzt mal, mit der ganzen Digitalisierung, um hier etwas zur Thematik zurückzukommen, auch diesen Weitblick zu haben bei der Digitalisierung und einfach zu sagen, okay, es gibt sicher gute Anwendungsbereiche, kommen wir vielleicht später noch dazu, wo wir das wirklich dann auch entsprechend gut nutzen können. Vielleicht noch zu meiner Aussage, Sven, du hast das angesprochen, mit diesem vielleicht etwas provokativen, es verhindert oder es vermindert Kontakte, die ich vielleicht auch gar nicht haben will. Ja, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich genieße es zum Teil, Sachen zu erledigen oder zu machen, wo ich nicht mehr den direkten Kontakt mit gewissen Punkten brauche. Jetzt gibt es so wie, sag ich jetzt mal, wie drei Bereiche, wo ich das irgendwie auch schätze, oder vielleicht sind es auch vier Bereiche. Es gibt so, wie soll ich das mal sagen, dieses Gespräch oder diese jährlichen Gespräche mit dem Versicherungsberater. Also ich habe jetzt nicht was gegen Versicherungsberater, aber irgendwie, es hat einfach nicht so viel gebracht, wenn ich jedes Jahr mit dem über meine Policen gesprochen habe, er mir dann die wieder ausgedruckt hat, mir die erklärt hat am Tisch und ich die dann irgendwie wieder unterschreiben musste, alle Jahre oder alle 2 Jahre. Es ist einfach in dem Bedarfsbereich, wo ich war, habe ich das einfach nicht gebraucht. Und es gibt sicher Leute, die brauchen jetzt eine neue Versicherung. Also das ist es sicher gut, wenn ich das auch mit einem Gespräch machen kann. Aber
für solche, sage ich jetzt mal, Standardsituationen braucht es das vielleicht einfach nicht. Jetzt kommt natürlich der Versicherungsvertreter und sagt, ja, das ist eine Zusatzmöglichkeit für einen Verkaufsabschluss. Und ich komme dann aber und sage, ja, aber will ich denn noch eine Zusatzversicherung jetzt bei ihm kaufen? Im Moment eigentlich lieber nein, oder? Und das sind natürlich immer diese Spannungssachen. Dann klar, ein zweiter Bereich, das ist so ein Halbbereich, sage ich mal. Ein zweiter Bereich, wo ich ganz klar diese Kontakte auch einfach nicht mehr brauche, sind halt einfach auch vielleicht Kontakte, die mich vorher nicht so sympathisch gedünkt haben, wo ich auch sage, warum müsste ich jetzt irgendwo anrufen, um ein Ticket zu erhalten? Das ist einfach nur doof, es bringt einfach nichts. Oder darum ist es vielleicht auch praktisch, dass ich eben ein Ticket online kaufen kann, weil das einfach ein Kontakt ist, den es nicht braucht. Oder was brauche ich jetzt jemandem anzurufen, um zu sagen, ich brauche ein Ticket nächste Woche. Die Hotline ist dann noch 20 Minuten im Tag besetzt. Ich muss immer warten, immer wieder anrufen. Das bringt einfach nichts. Oder? Und dort ist es sicher auch eine Effizienzsteigerung. Und das ist so der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist vielleicht noch einer, den ich jetzt gerade gemerkt habe, wo ich kürzlich mal wieder im Ausland unterwegs war und einfach auch diese ganze Covid-Geschichte hatte mit dem Testen. Und ich muss einfach schon sagen, wenn ich dort zuerst hätte ein Labor suchen müssen, dann mit dem telefonieren, einen Termin abmachen, dann dorthin gehen, das wäre einfach unglaublich umständlich gewesen. Noch zusätzlich die Fremdsprache, die ich nicht beherrscht habe dort, das war Griechisch, also Griechisch. Und das bringt einfach nichts. Und darum ist es natürlich sehr praktisch gewesen, du kannst online gehen, einen Termin buchen, zum Zeitpunkt hingehen, und dann ist es erledigt. Also ich denke auch, es spart eigentlich auch sehr viel einfach Leerlaufzeit, wenn man diese Digitalisierung halt auch clever nutzt für solche Standardabläufe. Ich bin gespannt, ich komme gleich nochmal drauf zurück, weil letztendlich, glaube ich, die Digitalisierung bringt uns aber auch zusätzlich viele Kontakte, vielleicht auch die, die wir gar nicht haben wollen. Und wenn es darum geht, um soziale Medien, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Doch wenn du jetzt gerade bei dem Punkt bist, auch an Michael die Frage, Digitalisierung richtig eingesetzt, ist Segen und nicht Fluch. Ja, also das könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich Verkaufsleiter einer großen Plattform wäre, dann würde ich das auch so kommunizieren. Doch ich glaube, bei dir geht es ein Stückchen weiter. Michael, du hast dich auch die letzten Wochen intensiv auseinandergesetzt. Ich habe erzählt, du hast schon einige Umfragen gemacht in den sozialen Medien. Was sind so deine Erkenntnisse daraus? Und bist du immer noch der Meinung, dass Digitalisierung richtig eingesetzt also ein Segen ist und kein Fluch? Ja, garantiert. Und ich nehme da gerne den Ball von Roger auf. Er sagt, ineffiziente Kontakte, die zum Glück wegfallen. Ich sage, generell ist die Aufgabe der Digitalisierung, dass ineffiziente, repetitive, eher einfachere Aufgaben uns eben abgenommen werden und wir uns mehr auf wichtige, auf anspruchsvollere Dinge konzentrieren sollen könnten. Und das ist eigentlich das, was dahinter stecken muss. Und jetzt bist du bei dem Punkt, den du ansprichst, richtig digitalisiert, oder? Also ich glaube, da steckt die Geschichte dahinter. Für mich steht nicht die Frage im Vordergrund, ob digitalisieren, ja, nein, sondern wie digitalisieren. Und da finde ich die Aussage von Sascha Lobo, vor 2 oder 3 Wochen war das in der Republika, gesagt hat, fragt nicht, was ihr digitalisieren sollt, fragt, was analog bleiben muss und digitalisiert den Rest. Also wir müssen darüber sprechen, wo macht es einfach keinen Sinn, wo bringt es keinen Mehrwert und dann schauen, dass wir den Rest mit Mehrwerten digitalisieren können. Und die Diskussionen, die wir führen, ich glaube, die gab es x-fach, die gab es beim Förderband, die gab es, als der Dienstleistungssektor Überhand nahm, die gab es, als die Poststellen eliminiert werden sollten. Auch da sind viele digitale Services mittlerweile entstanden, die uns das Leben eigentlich einfacher machen. Und wir haben heute einen besseren Service mit weniger physischer Präsenz. Es gibt ganz viele Beispiele, wie das in der Vergangenheit immer und immer wieder geschehen ist. Und ja, jetzt erleben wir es eben auch mit der Digitalisierung. Und ich denke, diesen Prozess, ja, da werden wir in ein paar Jahren auch ähnlich darauf zurückschauen und werden froh sein, wenn wir als Gesellschaft, als Volkswirtschaft die Strukturen möglichst schnell angepasst haben und uns da nicht in irgendwelche strukturellen Schulden begeben haben. Wir sind ja als Wohlstandsgesellschaft letztendlich auf Effizienz und Wachstum angewiesen und ich denke, dazu kann das einen wichtigen Teil beisteuern, dass wir eben vielleicht diese Arbeiten, in denen wir sowieso nicht konkurrenzfähig sein werden, weil jeder andere das zu einem tieferen Lohn auch kann, dass das uns da unterstützen kann. Und wir eben sind wir da bei Themen Innovation,
Forschung, Bildung, uns eben in den Bereichen, wo wir stark sein können und dann auch positionieren können und uns auf die konzentrieren können. Ja, sicherlich ein wichtiger Punkt, genau. Also gerade die Innovation und letztendlich, wir haben jetzt auch nicht diese Bodenschätze, die wir ausgraben können und dann unsere Marktposition dadurch zu beherrschen. Nein, letztendlich haben wir auch das, was wir in der Digitalisierung vorweisen können. Jetzt sagt man auch, dass manche, wir hinken doch hinterher. Da kommt zum Beispiel ein großer roter Riese aus dem Osten mit China, die also quasi den Menschen da tatsächlich in den Hintergrund stellen, vermeintlich. Und das ist natürlich auch die Frage an dich, Martin, mehr Menschlichkeit. Was ist denn mit der Rolle des Menschen? Und in der aktuellen Diskussion geht es ja dir ein bisschen zu wenig unter. Was ist denn die Rolle des Menschen im Zuge der Digitalisierung? Und müssten wir nicht auch so reagieren wie China zum Beispiel, indem man sagt, gut, Menschen sind leider relativ schnell ersetzbar, Hauptsache der Fortschritt hält nicht an. Was heißt mehr Menschlichkeit? Ja, vielen Dank für diesen Ball, den du mir zuwerfst. Vielleicht zuerst mal mein Hintergrund, das ist natürlich der Dank an Monika, dass sie da bei uns dabei ist. Ich habe das Möglichkeitsmeer mal hier bei mir aufgebaut, obwohl mir diese ganze Welt unter Wasser komplett verborgen bleibt. Also ich beneide dich ein bisschen für diese Sicht, die du hast. Aber eben, das ist genau das, was ich grundsätzlich auch ein bisschen meine und ein bisschen nämlich eine Angst habe. Wir haben es jetzt vorher auch gehört von Roger und von Michel. Digitalisierung ist natürlich sehr viel Segen. Man will effizienter sein, man will einfacher gestalten. Das ist eigentlich immer so der Fokus, wenn man diese Projekte eben sieht. Und ich habe ein bisschen die Rolle des Menschen in der ganzen Diskussion ein bisschen zu viel ausblendet. Es ist nicht jeder dazu geschaffen, dass man höherwertige Arbeit macht. Also man sagt dann, ja, ihr könnt dann in Automatisierung, ihr könnt dann in Engineering und das ist die neue Welt. Aber das ist nicht für jedermanns Sache. Und mich dünkt einfach in diesen Projekten, die mir zumindest begegnen, wird die Rolle des Menschen zu oft einfach ausgeblendet. Ja, und sehr viele Tätigkeiten, und das ist ja nicht nur jetzt Routinetätigkeiten, immer mehr werden auch höherwertige Arbeiten werden komplett eigentlich ersetzt. Und ich frage mich daher, wie kann man das eigentlich schaffen? Weil gerade das, was die Maschinen nicht ersetzen können, ja, und man kann das ja mit Menschlichkeit, man kann es mit Emotionalität ausdrücken. Ich denke, letztendlich ist das, was wir auch in den sozialen Medien eben erleben, die Leute wollen sich auseinandersetzen, die wollen Emotionen haben. Und wie kann man die Digitalisierung eben mit diesen Ansprüchen verbinden? Das sollte man vielleicht auch ein bisschen in die Diskussion reinbringen. Darf ich da vielleicht anknüpfen, Martin? Also ich heute mit dem Wittgenstein, der hat gesagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. Und ich bin eine Verfechterin, digitalisieren, wo digitalisieren einen Mehrwert bringt, auch den Menschen, aber nicht mehr. Und ich habe jetzt gesagt, meine These ist, die künstliche Intelligenz ist nicht intelligent und sie ist ja gar nicht kreativ und weißt du, was sie auch nicht ist oder wisst ihr, was das auch nicht ist? Sie ist auch nicht innovativ, weil der größte Innovationskiller ist doch, das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir immer schon so gemacht, ja. Matthias Hort sagt, die Menschen geben vor, sich für die Zukunft zu interessieren. Sie interessieren sich aber für das Fortschreiben der Vergangenheit. Und genau das hat die Zukunft nicht vor. Und die künstliche Intelligenz hat ja eine wahnwitzige, implizite Annahme, nämlich, dass die Muster der Daten aus der Vergangenheit auch die Muster für die Zukunft sind. Mhm. Und das ist ja in Wirklichkeit eine irre Annahme oder eine mutige Annahme, eine gewagte Annahme, was in unserer Welt der Umbrüche nicht stimmt. Mhm. Und ein Professor Martina Mara, die ich sehr schätze, die ist Roboterpsychologin.
Also die ist genau, also die ist nicht Therapeutin für Roboter in Depression, sondern die Psychologin für die Menschen an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Menschen. Und diese Schnittstelle, die braucht super viel menschliche Intelligenz. Ja? Und Martina Mara sagt, die Computer oder Digitalisierung ist datenschlau, wir Menschen sind bedeutungsschlau. Und das war ein anderer Philosoph, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der sagt, Digitalisierung und die sogenannte künstliche Intelligenz sind Fachidioten. Und ich sage dazu, das ist aber verdammt gut. Aber die gehen immer von einem stabilen, konstanten Umfeld aus. Und in dem Moment, wo es Umbrüche gibt, braucht es unsere menschliche Intelligenz für Innovationen. Und mein Wunschbild der Digitalisierung ist so ein bisschen wie die Exoskelette. Also ich wünsche mir nicht, wenn ich dann mit 90 vielleicht Pflege brauche, dass mir da Roboter pflegen anstelle von Pflegepersonal. Also du würdest schon gerne von Menschen gewaschen werden und nicht von Robotern. Aber was ich dem Pflegepersonal wirklich wünsche, sind diese Exoskelette, die den Menschen helfen, für Menschen da zu sein. Also die Exoskelette, ja, also diese Roboter, die den Rücken von zum Beispiel Pflegepersonal stärken, die spielen im wahrsten Sinn des Wortes den Menschen den Rücken frei, damit sich dann die Menschen um die Menschen kümmern können. Und das wünsche ich mir auch in Bezug auf zum Beispiel Service. Also ich bin ja auch dabei, dass ich froh bin, dass ich Theaterkarten online buchen kann. Also diese digitalen Möglichkeiten sind super. In dem Moment, wo es aber darum geht, dass ich beraten werden möchte, da möchte ich gerne von einem Menschen beraten werden, der empathisch ist, der sich auf mich einlässt. Ja? Und sozusagen, wenn die digitalisierten Abläufe den Menschen den Rücken freispielen, dass die Menschen für die menschlichen Beziehungen da sind können, das ist mein Wunschbild für die Zukunft. Und bei dem Wie, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Digitalisierung eine Ethik braucht. Wenn man nämlich keine Ethik, keine gesellschaftlichen Grenzen zieht, also das hat einmal ein Wirtschaftsphilosoph gesagt, aus der Logik der Betriebswirtschaft gibt es keinen Grund, warum man nicht Kinderfleisch verkaufen und essen sollte. Weil das nicht eine Frage ist von der Wirtschaftslogik, sondern eine Frage ist von der Ethik. Wir sind uns einig, dass in der Schweiz und in Österreich weiterhin verboten ist, dass man Kinderfleisch isst. Richtig? Sagt sie dafür? Und das sind ethische Fragen. Und wir müssen so aufpassen, als Gesellschaft, wo wir sagen, als Gesellschaft, das wäre zwar technologisch machbar, aber das wollen wir nicht. Und diese Schnittstellen zwischen den Menschen und den Technologien, die brauchen so viel menschliche Intelligenz, weil der einzig Tote von selbstfahrenden Autos war, ist ja dadurch entstanden, dass das selbstfahrende Auto natürlich eine ganz andere Reaktionszeit hat und dann das menschengesteuerte Auto dem selbstfahrenden Auto aufgefahren ist und der Unfalltote war in dem Auto, das von Menschen geführt wurde, aber sozusagen, weil das nicht kompatibel war, die Antwortzeit vom selbstfahrenden Auto mit der Antwortzeit vom menschengesteuerten Auto. Und überall dort braucht es ganz viel menschliche Intelligenz. Und es braucht noch was, es braucht Hausverstand. Weil ohne Hausverstand kommen ganz blöde Sachen raus. Weil die künstliche Intelligenz, das ist ja, also jetzt spreche ich fachlich, ist ja beschreibende Statistik. Mit der Annahme, dass die Muster der Vergangenheit ein Muster für die Zukunft sind. Und da gibt es Scheinkorrelationen. Die können mir überhaupt nicht sagen, ob was kausal zusammenhängt oder nur Scheinkorrelation. Der Rumexport aus Jamaika korreliert mit der Anzahl der Priester in Kanada. Aber das heißt nicht, dass die kanadischen Priester Rumalkoholiker sind, sondern es heißt nur, dass beides im Laufe der Zeit abgenommen haben. Und wenn man nicht mit menschlichem Hausverstand
solche Scheinkorrelationen rausfiltern, dann leben wir bald in einer Welt, die vermutlich nicht gemütlich ist. Nur Entschuldigung zur Antwort. Also meine These ist nicht, dass wir das Bestehende einfach aufrechterhalten. Ich bin für Fortschritt und ich glaube, das ist notwendig. Das Einzige, was ich plädiere, ist, dass man die Rolle des Menschen eben mit berücksichtigt. 100%. Und klar, das eine ist natürlich, dass der Konsument das einfacher hat. Aber wir sind ja heute nicht einfach nur Konsumenten. Wir sind in einem Ökosystem, wo wir arbeiten und Konsument sind. Und letztendlich muss es für alle Platz haben. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Und wenn man das eben rechtzeitig mit berücksichtigt und die Leute vorbereitet, dann brauche ich nachher nicht einen Roboterpsychologen, der mir dann die ganzen Kollateralschäden in den beiden Mitarbeitern aufräumt, sondern dann sind die Leute auch hinter der Kulisse entsprechend aufgebaut und vorbereitet. Roger, brauchen wir einen Roboterpsychologen? Brauchst du einen Roboterpsychologen, Roger? Noch nicht. Nein. Sven, also das, was Martina Mara macht, ist zum Beispiel selbstfahrende Autos. Wir haben ja extrem kurze Reaktionszeiten und können extrem präzise steuern. Und das wäre sehr sicher, technisch wäre das sehr sicher. Nur die Menschen im Auto haben das Gefühl, das Auto schleudert. Das Auto schleudert nicht. Aber sozusagen das menschliche Empfinden reagiert anders als die Möglichkeiten der automatisierten Abläufe. Und dann musst du, was die Bauingenieure schon immer machen, einen Kompromiss gehen zwischen, was wäre objektiv sicher und was empfinden die Menschen als sicher. Also zum Beispiel, die Bauingenieure wissen das immer schon, die Hochhäuser müssen noch viel agiler gebaut sein. Wenn die mehr schwanken und besser dem Wind ausweichen können, werden die viel stabiler. Nur die Menschen im 26. Stock, die dann so schwingende Lampen haben, würden sie nicht sicher fühlen, sondern unsicher fühlen. Und da müssen Kompromisse eingehen zwischen was ist technisch sicher und was empfinden die Menschen als sicher. Und dieses, also sozusagen dieses, die Computer, die digitalisierten Abläufe sind ja nicht empathisch. Und die Martina Mara und andere Roboterpsychologen sorgen dann dafür, dass Menschen sich verstanden fühlen. Und da geht es eben genau um die Bedürfnisse der Menschen im Umgang mit digitalisierten Abläufen. Übrigens, was lustig ist, zuerst zu Menschen kommen und erst dann zur Sache, sage ich in all meinen Trainings, die Chatbots, da weiß ich, es ist ein Chatbot und der schaut aus wie ein Chatbot und trotzdem sagen dann die Menschen, was hast du gestern zu Abend gegessen oder was ist deine Lieblingsfarbe, weil es einfach so das Bedürfnis haben, Kontakt aufzunehmen. Und deswegen, die guten Chatbots, die haben dann sogar auf diese häufig gestellten Fragen, was ist dein Lieblingssitz oder so, haben sie Antworten, weil wir Menschen das brauchen, dass wir uns verstanden fühlen. Ja? Das ist tatsächlich so, Monika, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, also da fällt mir schön ein, diese Interaktion, die suche ich auch. Jetzt haben wir bei uns, es gibt jetzt verschiedene sprachgesteuerte Systeme, und das Berühmteste wäre jetzt, indem man sagt, Alexa, sag mir irgendwas oder Alexa, spiel mir das und das vor. Ich habe übrigens Alexa umbenannt in Computer, weil ich ein großer Star Trek-Fan bin und ich finde es immer schön, wenn Picard sagt Computer und dann kommt eine Antwort. Und ich stelle dem Computer bei uns zu Hause öfter mal aus Spaß die Frage, sag mir den Sinn des Lebens. Und tatsächlicherweise antwortet dann der Computer oder Alexa, wie man es auch nennen mag, die normale gültige Antwort ist 42. Und ich bin total hellauf begeistert, dass Douglas Adams dann quasi in meine Welt auch noch irgendwie eintreffen kann. Aber wer hat die Antwort denn gegeben, ist wahrscheinlich schon ein Mensch, der dahinter steckt. Aber das Bedürfnis der Kommunikation, das ist natürlich tatsächlich etwas Mensch- und Hausgemachtes. Roger, wenn du einen
den Berater vielleicht gar nicht mehr unbedingt brauchst, um Versicherungen zu kaufen. Jetzt ist aber die Frage, was machst du, wenn du mit einer fortschreitenden Technologie, mit einer künstlichen Intelligenz, jetzt sind wir vielleicht sogar schon beim Turing-Test, in dem wir sagen, okay, ich kann gar nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt ein Mensch, der mich berät, oder ist es doch ein Chatbot, der dahinter ist? Ich denke, die Entwicklung geht ja auch immer weiter. Und die Frage ist, wenn ich dann, wir sind noch nicht beim Aussehen, aber was mache ich denn tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, okay, da berät mich jemand, ich kann nicht sagen, ob es ein Mensch oder ein Roboter, ein Computer ist, wie gehen wir damit um? Wäre das jetzt endlich etwas, Roger, für dich, wo du sagst, jawohl, mir ist es eigentlich egal, wer da ist, Hauptsache ich muss nicht persönlich in diese Geschäftsfiliale gehen, das entgegnest du dem? Ja, die Frage ist sehr gut, Sven. Ich habe jetzt selber gerade darüber nachgedacht, weil ich das Erlebnis schon hatte mit diesem Chatbot, wo du nicht mehr gemerkt hast, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob das eben noch via Maschine bedient wird, sage ich jetzt mal. Das ist mal der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, was du vielleicht noch, also ich nehme das, diese Antwort mal vorab, es geht mir eigentlich weniger darum, dass ich ja keine sozialen Kontakte mehr haben möchte mit Menschen. Obschon ich dir sagen muss, dass ich eigentlich diese Zeit, weißt du, also vielleicht mal grundsätzlich diese ganze Corona-Zeit jetzt in den letzten 1,5 Jahren, sind es jetzt schon, nicht nur im letzten Jahr, dass ich das eigentlich auch etwas genossen habe. Weil ich habe langsam so das Gefühl gehabt, bevor das Corona kam, dass das ganze System einfach so etwas im Overdrive ist. Also geschäftlich, auch mit diesen vielen Möglichkeiten, Kontakten, überall, wo du noch hin solltest, weil es fast erwartet wurde, dass du das dann auch anwesend warst. So diese Pflicht auch, dass die Leute das Gefühl hatten, sie müssen jetzt auch überall hingehen, wo andere sind. Diese Massenveranstaltung, ich muss ehrlich sagen, diese Big Bang, was da passiert ist, war eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Also diese Entschleunigung, die damit auch kam, auch Leute, die sich vielleicht wieder überlegt haben, muss ich jetzt da hingehen, warum gehe ich eigentlich so an ein Event und so, das ist mal der Nebenaspekt, ich habe das irgendwo auch genossen, das stimmt. Also ich bin nicht irgendwie ein Menschenfeind oder so, aber man muss heute einfach klar feststellen, es gibt einfach verschiedene soziale Bedürfnisse auch, wo man sagen muss, es gibt auch Leute, die einfach sehr gerne jeden Tag dann in die Gartenbeiz gehen und halt diesen zum Teil auch Schwachsinn dort gerne jeden Tag anhören. Und es gibt einfach Menschen, die brauchen das vielleicht nicht so. Und da gehe ich jetzt auch, komme ich vielleicht auch zurück auf Monika. Vielleicht genießt du es auch eben unterzutauchen, ins Meer zu tauchen, weil dort spricht ja dann mal niemand zu dir, oder? Weil dort ist ja dann einfach wirklich still und man hört mal nichts. Und das ist ja auch wunderschön, sage ich jetzt. Wahrscheinlich einer der großen Vorteile, die dieses Erlebnis ausmacht. Das habe ich jetzt mal, diese Stille auch, vielleicht andere Geräusche, die man dann mal hört, ja. Das war der erste Teil. Der zweite Teil von der Geschichte mit diesem Chatbot. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, schlussendlich, wenn ich was erreichen will oder ich will ein Resultat haben, sage ich jetzt mal, ich will was kaufen, gut beraten sein, spielt es mir eigentlich nicht groß eine Rolle, wie weit ich mich jetzt hier durchtummeln kann. Auch, ich nehme jetzt auch ganz einfach eine Homepage, wo ich gute Q&A-Sektion habe, also gute Fragen-Antwort-Bereiche, wo ich mich irgendwie durchlesen kann und ich dann nach kurzer Zeit mehr weiß, als wenn ich vielleicht versuche, 1,5 Stunden lang eine Hotline zu erreichen. Ja, da muss ich sagen, ja, da dient es mir sehr viel. Auch wenn ich einen Chatbot habe, ich kann dir sagen, ich probiere immer, wenn die Möglichkeit besteht, diesen Chatbot zu nutzen, dann nutze ich den. Es ist einfach die reine Neugier, weil zum Teil ist es einfach ein totaler Quatsch. Man merkt das dann auch, oder? Dass das einfach nur so mal so ein Template hinterlegt ist und du eigentlich 2 Fragen stellen kannst und dann ist schon fertig. Das ist einfach Quatsch. Aber es gibt auch Firmen, wo das heutzutage schon verdammt gut ausgebaut ist. Und mein Erlebnis damit war ja wirklich, als ich so jemanden aus Deutschland kennengelernt habe, der diese Chatbots macht, und ich mit dem den Test machen durfte, ich war so eine Testperson und war von der eingeladen zu beurteilen, ob ich merke, ab wann das Chatbot-Gespräch übergeht von Chatbot selber, also von der Maschine zum Menschen. Und ich habe gedacht, hey, weißt du was, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Business und weißt du, ich weiß Fragen wie stellen, vom Servicegespräch her und so, kein Problem. Das
fliege ich relativ rasch raus. Hey, ich habe es verpasst, ich kann dir sagen, ich habe echt gesagt, jetzt bin ich mit dem Mitarbeiter dran. Und er sagte, nein, zweitletzte Stufe, immer noch nicht. Und ich war echt erstaunt. Also ich muss wirklich sagen, der hat mit Namen zurückgeschrieben, der hat etwas so auch diese Sprachart, diese Sprachart angenommen. Wirklich sehr erstaunlich. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist jedem selber überlassen. Ob er das braucht, dass er weiß, dass er mit einem Menschen spricht oder mit einer Maschine, ist auch jedem selber überlassen. Ich sage nur, ich kann für mich das einschätzen, finde es einfach interessant, das so zu benutzen. Und solange es mir dient und ich weiterkomme, mein Problem, ist es okay. Also das sage ich dort ganz klar. Aber ja, es kann natürlich Menschen geben, die das vielleicht dann plötzlich auch komisch finden, dass man jetzt fast mit einem Roboter spricht oder mit einem Sprachbox, sage ich jetzt mal, oder mit einer Maschine spricht, wie mit einem normalen Menschen. Ich finde noch ganz wichtig, solange es ausgewiesen ist, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, oder? Also die Firmen weisen jetzt ganz klar aus, sie sprechen im Moment auch mit einer Maschine, mit einem Chatbot. Und wenn es dann übergeht zu einem Mitarbeiter, steht dann auch, sie werden jetzt mit einem Mitarbeiter unseres Teams verbunden. Ich weiß nicht, ob das sogar was mit Datenschutzthemen schon zu tun hat oder so, aber das hat vielleicht auch mit der Erdik zu tun, was Monika erwähnt hat. Viele weisen das aus, weil sie einfach wollen, dass die Leute auch klar wissen, okay, jetzt gehe ich über von der Maschine dann zum Menschen. Und so finde ich es gut gemacht, wenn es so gehandhabt wird. Darf ich da zwei kurze Sätze sagen? Erstens, Roger, nur böse Zungen sagen, dass mein Mann mit mir so gern taucht, weil ich unter Wasser schweige. Also, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was ist tatsächlich? Alles gut, lieber Roger. Aber was zu deiner Frage, Sven. Ich habe kennengelernt die Professorin, die Ethikkommission der EU bezüglich Digitalisierung leitet. Ich habe mir leider ihren Namen nicht gemerkt, aber das ist ziemlich weit fortgeschritten, das Ethikpapier der EU im Umgang mit Digitalisierung. Und eine Forderung ist tatsächlich, dass es transparent sein muss, gemäß dieser Ethikregeln, dass man mit einem Chatbot spricht und nicht mit einem Menschen. Also das ist also sozusagen, es wäre keine gesetzliche Forderung vom Datenschutz, aber in dem Ethikpapier der EU, das derzeit das, ich weiß nicht was, zweite Entwurf oder so, relativ kurz vor der Freigabe ist, da steht das drinnen. Und ein anderer Punkt ist eben, dass es inkludierend sein muss und nicht diskriminierend sein darf, was die allergrößte Herausforderung ist, weil die sogenannte künstliche Intelligenz, ich weigere mich ja, sie intelligent zu nennen, die sogenannte künstliche Intelligenz lebt ja von großen Datenmengen. Und daher bildet sie den Mainstream, egal in welcher Kategorie, überproportional ab. Und unsere Gesellschaft besteht aber nicht nur aus dem Mainstream, sondern besteht auch aus Minderheiten. Und zum Beispiel Gesichtserkennung ist viel besser bei weißhäutigen Menschen als bei Menschen internationaler Herkunft mit anderer Hautfarbe oder so. Und da gibt es dann überproportional viele falsche Gesichtserkennungen. Und da müssen wir empirisch gegensteuern als Gesellschaft, dass da nicht Diskriminierung perfektioniert wird. Ich möchte die Geschichte mit der künstlichen Intelligenz von Monika gerne auch aufnehmen. Ich denke, gefährlich ist da für mich vor allem, dass sehr oft das ganze Thema auf einem Level geführt wird oder diskutiert wird, wo man zwar darüber diskutieren kann, aber wo ich mir die Frage stelle, wie relevant ist denn das für heute, für morgen, für unsere tägliche Arbeit? Genau. Also wenn ich jetzt da, klar, Sprachtechnologien, Spracherkennung, Bilderkennung sind ganz spannende Themen, aber da erlebt man dann, wenn man das etwas genauer anschaut, mal, wie schnell die ganzen Systeme auch am Limit sind und dass wir da immer noch von schwacher künstlicher Intelligenz sprechen und da wirklich auch irgendwo, auch wenn es schon 20 Jahre das gibt oder länger, an einem Punkt sind, wo man sagen kann, es ist nett, es gibt einzelne wirklich gute Anwendungsfälle, also viele auch gute Anwendungsfälle, aber
träumen wir ein bisschen weniger von dem und überlegen uns mal, wo drückt uns die Digitalisierung wirklich? Wenn ich höre, dass Infektionszahlen via Fax gemeldet wurden in der Schweiz, wenn ich höre, dass wir uns schwer tun mit einem EID-Gesetz, wenn ich all diese Themen dann einfach mal aufnehme, wenn ich dann in die Firmen rausschaue und sehe, wie viele PDF-Formulare ich da antreffe, da sind wir dann irgendwo auch beim Link zurück Richtung Service Management. Natürlich, und da spielt auch AI eine Rolle, aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Anwendungsform, wo sie dann vielleicht auch nicht gerade Ängste auslöst, abgesehen davon, dass ich diese Ängste nicht teile. Also an die Singularität, glaube ich, können dann vielleicht meine Nachfolger irgendwann glauben. Für mich wird das nicht mehr zum Thema werden. Ich glaube, wenn man sich etwas intensiver mal mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, ich glaube, das beginnt mit dem Begriff Intelligenz, überhaupt den mal zu definieren, aber es gibt eben keine wirklich gute Definition dazu. Und wenn man dann mal schaut, wie die Leistungsfähigkeit ist, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell auch irgendwo zum Schluss, dass das zwar nett ist, aber irgendwo auch wirklich Zukunftsmusik ist, dass wir da wirklich in diese Szenarien reinkommen. Nicht, dass ich da jetzt sage, dass das nicht heute und morgen Nutzen stiftet, überhaupt nicht, da bin ich eher Fan davon. Wie gesagt, ich sehe es als Segen und nicht als Fluch an, aber wir müssen da auch realistisch sein und das richtig einstufen. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einem, ja, auch mit einem Philosophen aus der heutigen Zeit. Und er hat gemeint, neben dem Klimawandel ist die Digitalisierung die zweite große Herausforderung, vor der er Bedenken hat, weil eben auch der Mensch ein Stück weit nicht unbedingt in die Opferrolle kommt, aber letztendlich vielleicht die Sinnstiften der Arbeit, die er vielleicht jetzt noch macht, vielleicht nicht mehr findet. Martin, da sind wir ja dann auch wieder bei dem Thema. Jetzt, der Michel relativiert das Ganze so ein bisschen. Die Monika sieht also auch hier die Vorteile. Der Roger macht aber auch schon die Erfahrung, dass letztendlich man gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, ab wann rede ich mit einem Menschen, ab wann nicht, muss ich mir das von dem Hersteller sagen lassen, ab wann es soweit ist. Wo bleibt denn jetzt der Mensch, auch in dieser ganzen Diskussion, die du sicherlich angeregt verfolgt hast? Ja, also eben, der ist... Ich denke, wie ich es ja vorher gesagt habe, die Rolle des Menschen, die ist irgendwie noch gar nicht so richtig definiert. Also aus Sicht vom Konsument ist es klar, da gibt es sehr viele Vorteile und gerade die künstliche Intelligenz, wie man das auch immer sagen kann, ob das jetzt wirklich intelligent ist. Aber da ist doch schon einiges heute erreichbar, was wir uns vor zig Jahren nicht vorstellen konnten. Weil das Menschlichste am Mensch ist, dass er fehleranfällig ist. Und das ist auch sein Problem ein Stück weit. Während Maschinen, die machen genau das, für was sie programmiert sind. Und ich habe sehr viele gute Anwendungsbeispiele gesehen, gerade in Spitälern, wo ein Arzt vielfach heute mit einem Blick auf ein Bild sofort eine Diagnose stellen muss. Ja, wenn er dann natürlich entsprechend unterstützt wird mit Algorithmen, die zigtausend Bilder vergleichen kann und da die Diagnose vorschlagen kann, das hat sicher sehr, sehr viele Vorteile. Letztendlich ist alles drauf getrimmt, Effizienz nach vorne zu bringen, Vorteile nach vorne zu bringen für Firmen, die natürlich daraus eigentlich Kapital schlagen müssen. Und ich habe jetzt auch gerade letzthin auch eine Diskussion geführt, der sagt zwar, ja, Arbeit wird es immer genug haben, aber wahrscheinlich nicht mehr die bezahlt wird, ja, sondern das ist dann wirklich dann die Situation, dass man eigentlich in diesem ganzen Apparat immer mehr Schwierigkeiten bekommt, da einen sinnstiftenden Beitrag zu leisten, außer für ein paar Ausgenommene. Das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht in dem Ganzen. Und das muss nicht zwingend so sein. Das muss nicht zwingend so sein. Aber wenn Digitalisierung nur darauf abzielt, Effizienz zu fördern, die Menschen aus dem Arbeitsprozess rauszubekommen, weil die sind nach 8 Stunden sind die flach, ja, und dann muss ich wieder neue haben. Wenn ich das als Störfaktor adressiert habe in meinen Projekten, ja, dann haben wir echt eine Bedrohung letztendlich. Ja. Und ich denke eben,
wenn man es gescheit und intelligent macht, mit menschlicher Intelligenz, ja, kann man eben diese Rolle, kann man gewinnstiftend eigentlich einflechten in die ganzen Prozesse. Ja, weil ich bin überzeugt, dass es diese Schnittstelle braucht. Nicht so, wie Roger es erlebt hat, dass er sich da abmühen muss und telefonieren und irgendwie Unsinniges diskutieren muss, bis er endlich zu seinem Ticket kommt. Aber es gibt sehr viele Fälle, wo eben nicht standardisiert sind, wo ich eben direkt auch jemand haben will, der auf mich eingehen kann, wo ich mich nicht irgendwie zuerst über zig Fragen durcherkennen muss im Algorithmus, dass er jetzt da wahrscheinlich irgendwo ansteht und jetzt dann doch noch umschalten muss auf jemanden, der mir wirklich zuhört. Das Thema Bedrohung, Martin, ich finde es ein interessantes Stichwort. Monika, eine Frage wollte ich nämlich nochmal stellen. Ein Schriftsteller, den ich sehr mag, den Aldous Huxley, hat in den 30er Jahren ja schon das Buch geschrieben, Brave New World, Schöne neue Welt. Und er interpretiert ja damals schon in seinem Roman, dass der Mensch der Versuchung ausgesetzt ist, sich immer zu optimieren. Ich glaube, der ganze Fortschritt, dem wir uns begegnen, ist ja auch die Optimierung des Menschen. Aber er schreibt aber auch drin, und hat ja auch für einen Aufschrei gesorgt, dass die Bedrohung ja eigentlich die ist, dass der Mensch durch die ständige Versuchung, sich selbst zu optimieren, letztendlich sich dann verlieren kann und seine Rolle einfach überflüssig ist. Das ist in den 30er Jahren. Wir tun so, als ob das ein neues Phänomen wäre, mit dem wir uns auseinandersetzen. Es hat nur irgendwie ein neues Kleid bekommen. Ist es so? Versuchen wir es nicht selber immer zu optimieren und dadurch irgendwann schaffen wir uns selber ab? Okay, also ich glaube, dass Digitalisierung ganz wichtig von gesellschaftlichen Diskussionen begleitet werden muss. Also so wie ich gesagt habe, es braucht eine Ethik im Umgang mit Digitalisierung und es braucht auch, Martin, gesellschaftliche Verträge, was gilt als Arbeit und was ist der Wert von Arbeit und wie wird Arbeit bezahlt. Also das braucht einfach eine große Diskussion, weil wenn die Digitalisierung dazu führt, dass Menschen sich besser um ihre Familie kümmern können, dann ist ja das super, wenn Digitalisierung den Menschen die Arbeit erleichtert. Wenn das aber so ist, dass zum Beispiel nur immer die Menschen besteuert werden, ganz viel Steuern von Unternehmen sind je Mitarbeiter und dann sonst natürlich die Mitarbeiter gern eliminiert, weil dann müssen wir weniger Steuern zahlen. Also da braucht es ganz viel gesellschaftliche Diskussion, wem nützt die Digitalisierung? Nützt es wenigen, die dadurch mehr Profit machen oder nützt es den Menschen, dass sie mehr Mensch sein können, auch in ihrer Freizeit und auch in ihrem Familienleben? Und Sven, we are not human beings, we are human becomings. Ich bin, wenn ihr wollt, so ein Pandemie-Opfer. Ich habe 80% Stornos 2020 und 2021. Ich habe nicht 100% Stornos, weil eine der ersten war, die gesagt hat, ja, ich mache auch online. Und das nutze ich jetzt zu einem neurowissenschaftlichen Studium, weil man ganz viel zusammengetragen habe, wie Menschen ticken und jetzt würde es nur einmal so naturwissenschaftlich, neurowissenschaftlich fundieren. Was wir tatsächlich sind, Sven, artgerecht gehalten, sind wir nicht human beings, sondern human becomings. Also unser Hirn liebt die Herausforderung, nämlich die Vorstellung, ich möchte das schaffen. Und dann ist es egal, Roger, ob du schaffen möchtest auf dem Berg oder ich schaffen möchte abzutauchen oder ich es schaffen möchte, einen Online-Vortrag zu halten, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Aber unser Hirn liebt es. Das ist das Dopamin, das ist das, der Neurotransmitter der Vorfreude. Das muss schön sein, das zu schaffen. Das gibt es in unserem Hirn. Dann gibt es zwischendurch Stress, weil jetzt muss ich das schaffen. Und das Hormon Dopamin mit dem Stresshormon Cortisol gibt ein Morphium. Nicht von außen zugenommen, sondern aus dem Körper hergestellt. We are not human beings, we are human becomings. Artgerecht gehalten wollen wir uns weiterentwickeln. Und wir wollen uns weiterentwickeln. Und wenn ich aufhöre zu lernen, dann bin ich tot. Und das braucht unsere Welt der Umbrüche, erfahrene Anfänger, die die Erfahrungsschätze der Vergangenheit nutzen, um sich in einem neuen Umfeld neu zu positionieren.
Ja, und wir brauchen erfahrene Menschen und wir brauchen frischen Wind und wir brauchen einen guten Mix. Das ist auch die Idee von meinem Möglichkeitsmeer. Vielfalt macht Überleben stark. Vielfalt bedeutet mehr Chancen. Wenn man zum Beispiel den Recruiting-Prozess digitalisiert, klassisch, dann führt es in die perfekte Monokultur. Gleich und gleich gesellt sich gern, ist jetzt auch schon so von Menschen. Wenn man aber die sogenannte künstliche Intelligenz Recruiting die erste Auswahl treffen lässt, dann sagt die sogenannte künstliche Intelligenz, wie schauen die Menschen derzeit in dem Team aus, und Profile, die ähnlich ausschauen wie die Menschen, die es schon gibt, sind damit bevorzugt. Und Monokultur ist High-Risk-Gambling. Habt ihr es mitgekriegt mit den Chili-Plantagen in Italien? Da war irgendein Schädling, man weiß nicht einmal welcher, und dann waren hektarweise diese Chili-Plantagen tot. Monokultur ist spezialisiert. Unsere Welt der Umbrüche braucht Vielfalt, weil Vielfalt macht kreativ und damit innovativ, und Vielfalt macht resilient, also überlebensstark und damit krisenfest und stressresistent. Und wir brauchen mehr Vielfalt. Und das ist so wichtig. Und dann, wenn uns die Digitalisierung Martin den Rücken freispielt, dann können wir das machen, weshalb wir Homo sapiens überlebt haben, nämlich mit unseren individuellen Stärken einen wertvollen Beitrag fürs Gemeinwohl leisten. Artgerecht gehalten in unserer natürlichen Wesensart sind wir zutiefst soziale Wesen. Und wenn jetzt die Digitalisierung den Menschen den Rücken freispielt und dann wieder Freiräume schafft, wo Menschen was Sinnvolles tun können und den Sinn erleben und ein kraftvolles Wofür haben, dann würde uns das als Gesellschaft viel weiterbringen. Unsere Strukturen sind leider nicht artgerecht. Übrigens, Jugendliche sind nicht auf Konkurrenz aus artgerecht gehalten und artgerecht erzogen, sondern die sind schon Gemeinwohl und gemeinsam was schaffen, gemeinsam erfolgreich sein. Das Hirn der Jugendlichen wäre so gemacht. Und da kommen jetzt wieder die sozialen Medien ins Spiel. Das ist so ein Selfie und Selfie optimieren. Und eine Freundin von mir ist Trendforscherin. Und die sagt, der ganz große Trend der Zukunft ist Selbstoptimierung im grauslichen Sinn. Menschen stellen fest, im realen Leben schaue ich meinem Selfie nicht ähnlich. Und dann gehen sie ehrlich in den USA schon zum Schönheitschirurgen und sagen nicht mehr, ich will ausschauen wie der Star oder wie der Star, sondern ich will ausschauen wie die Selfie-App, ja? Und das ist natürlich etwas, was gesellschaftlich auch sehr bedenklich ist, ja? Also da bist du ja auch schon an dem Punkt, wie ich gesagt habe, also der Elder Faxi hat das ja 1930 ja auch schon so propagiert. Also das ist ja ein Stück weit diese Selbstoptimierung. Aber bevor wir noch auf das Thema Social Media eingehen, habe ich auch noch eine sehr spannende Frage. Kurz noch, Roger, ich glaube, du wolltest sogar noch dem Martin was entgegenstellen oder fragen. Ja, genau, also nicht entgegenstellen, aber die Frage ist vielleicht an Michel und an Martin, weil ich weiß nicht genau, woher das die Titelidee von heute gekommen ist, für Digitalisierung zur Entmenschlichung. Jetzt mal grundsätzlich die Frage, vielleicht wie gesagt an beide Kollegen. Was versteht ihr grundsätzlich, sage ich jetzt mal, unter Entmenschlichung bei Digitalisierung? Weil alles, was ich ja digital machen will oder machen muss oder digital vorbereite oder umsetze, dort steht ja ein Mensch hinten dran. Also das heißt, irgendwer überlegt sich dann immer, wie kann ich ja jetzt etwas machen, damit dann nicht mehr gleich viele Menschen eingebunden sind, sondern damit eben das digitalisiert ist, ist die erste Frage. Also Entmenschlichung durch Menschen, die ja das so wie planen oder auch programmieren oder was auch immer, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ethisch gesehen noch, ganz in die Zukunft geschaut und bösartig gesagt, Typen, die digitalisieren, stellen ja eigentlich, wenn ich von Entmenschlichung spreche, stellen eigentlich anderen Leuten die Arbeit oder auch die Würde oder die Akzeptanz oder was das auch immer ist, wenn sie das wirklich machen, digitalisieren zur Entmenschlichung, also wenn das wirklich das Ziel ist.
Könntet euch vorstellen, in Zukunft betreffend Ethik, dass es Gerichtsschuldsprüche geben wird, dass Leute unethische Digitalisierung gemacht haben, die andere benachteiligen? Oder ist das noch viel zu weit vorausgedacht? Da könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwie in 20 Jahren einen Schuldspruch geben wird. Du hast dazu beigetragen, dass eine Firma Leute entlassen musste oder dass etwas entmenschlicht wurde und deshalb wirst du im Zuge dieser Thematik bestraft. Also vielleicht, wenn ich zuerst darf, wir haben ja ein Fragezeichen gestellt. Wir haben ja das nicht als Ausrufezeichen hinterlassen. Ich denke, das ist so eine grundsätzliche, ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber wo die Leute sich schon fragen, was für eine Rolle nehme ich in Zukunft überhaupt noch ein, also mit dieser Digitalisierung. Und daher auch der Gegensatz ist Digitalisierung gleich Menschlichkeit. Und da wird aber jeder wahrscheinlich sagen, nein, das hat ja mit Menschlichkeit nichts zu tun. Ja, also da gibt es doch Gegensätze. Und die zweite Frage, also ich glaube, dass irgendwelche Algorithmen plötzlich zu Gerichtsfällen kommen, das ist, glaube ich, gar nicht mal so abwegig. Das erleben wir ja jetzt gerade auch, wenn wir so Facebook und diese sehen, wenn wir wie hieß die Firma wieder, die dort diese Analysen gemacht haben. Wenn man natürlich diese Technologie genau dazu ausrichtet, um Verhalten zu verändern, ja, die man eigentlich gar nicht machen würde, aber weil man eben die Eigenschaften des Menschen so manipuliert, dass er dann etwas tut, was er eigentlich sonst gar nicht täte, dann hat man schon irgendwo eine ethische Grenze verletzt. Und das wird die Firmen wird das treffen, ja, das wird das definitiv sein, ja. Aber es wird immer wie schwieriger sein, das auch nachzuweisen. Das ist ja wahrscheinlich die Herausforderung. Ich glaube, der Titel ist stark auch daraus entstanden, dass wir eben die Diskussion geführt haben, wie reagieren die verschiedenen Leute, Fachbereich IT, also sehr technisch, sehr businessorientiert, was ist das für die Leute? Und so hat sich diese Frage dann irgendwie rauskristallisiert, aber eben schon mit von Beginn weg sehr unterschiedlichen Haltungen dazu. Spannend fand ich noch, dass viele das nicht als Frage interpretiert haben, sondern immer gerade darauf reagiert haben, gesagt, das kann man doch so nicht, das ist ja nur eine Frage, also die Frage kann ich immer stellen, ich kann dann unterschiedliche Antworten geben. Zum rechtlichen Thema, ich glaube, es gibt ganz spannende Fälle, die heute aufzeigen, dass das die größere Hürde ist als die Technologie. Monika hat die selbstfahrenden Autos angesprochen, dass die Technologie die kleinere Hürde als der einfache Case, wenn ich mit dem Auto zu fahren komme und jetzt steht auf der linken Seite ein kleines Kind, 5-jährig, 10-jährig, was auch immer, und auf der rechten Seite eine Frau oder Mann mit 90 und ich entscheide intuitiv, in welche Richtung ich ausweiche und wenn es dann vielleicht am Schluss trifft, wenn ich nicht mehr anhalten kann, die Maschine kann das jetzt bewusst entscheiden und jetzt wird es schwierig, oder habe ich jetzt das Recht zu sagen, die 90-jährige Frau, die hat weniger lang als das 10-jährige Kind oder wie läuft das? Und ich glaube, das sind die ganz großen Herausforderungen, das sind die Hürden, solche Technologien einzusetzen, höher als technologisch gesehen. Und ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, Michel, das sind die augenscheinlichen Fragen. Also sozusagen, weil das kann ich natürlich nur zuspitzen, Michel. Also wenn man jetzt sagt, okay, 90-jährige Frau hat weniger Lebenserwartung als das 10-jährige Kind, aber wie ist dann mit 93-jährigen Frauen versus einem Kind, ja? Und wie ist mit 64-jährigen versus einem Kind, ja? Also das sind die augenscheinlichen Fragen. Das sind die Fragen, die uns bewusst sind. Aber viel gefährlicher sind die Fragen, die uns nicht bewusst sind. Also zum Beispiel gibt es ja die Geschichte, dass, weil du gesagt hast, Martin, die Menschen sind fehleranfällig. Wenn wir nicht aufpassen, perfektionieren die digitalisierten Abläufe die Fehler der Menschen. Weil da gibt es ja dieses Beispiel Gerichtsurteile in den USA, wo man sich gedacht hat, die sogenannte künstliche Intelligenz ist objektiver als ein Richter, der gerade zu seiner Frau angerufen wurde und genervt, oder die Richterin, die sich gerade freut, dass sie schwanger ist. Und je nachdem, wie die geprimed sind, machen sie die Urteile menschlich und nicht ganz objektiv. Und dann hat man sich gedacht, die künstliche Intelligenz, die ist objektiv.
Na, denkst du, weil die haben ja die Prozesse der Vergangenheit genommen fürs Trainieren von der künstlichen Intelligenz und damit sind Männer, die nicht weißhäutig sind, zu einem ganz großen Anteil diskriminiert worden. Weil eben die Richter immer dazu geneigt haben, diese Männer anders zu betrachten. Und dann hat die Digitalisierung solche Vorurteile perfektioniert. Und das, was bei mir wirklich gruselig wird, also eins gibt schon, Sven, vor dem ich mich fürchte, nämlich Nanotechnologie in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Also wenn ich mir vorstelle, dass da so Nanoroboter durch meine Adern und dann die Hormonausschüttung oder sonst was steuern und der Hund ist ja immer, Roger, du sagst, Menschen machen die Digitalisierung für Menschen, aber die haben ja immer ein Menschenbild im Kopf. Und es gibt ja nicht ein Menschenbild, sondern es gibt sehr verschiedene Lebenskonzepte und Menschenbilder. Und da gibt es so viel implizite Fragen, die jetzt noch nicht so an der Oberfläche sind, wie zum Beispiel, wie so ein selbstfahrendes Auto sich entscheiden, Schutz des Fahrers versus Schutz von einem Hund. Oder da gibt es ja tausend Fragen, ja, die schon gestellt sind. Also ich finde, die gefährlichen Fragen sind die noch nicht bewussten Fragen. Jetzt würde ich am liebsten mein Mikro ausmachen und weiter zuhören. Liebe Monika, das ist immer sehr, sehr spannend, was du zu sagen hast. Ein Blick allerdings auf die Uhr, ganz kurz, Martin, eine Stunde. Wir haben aber noch was vorbereitet. Was haben wir vorbereitet? Wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich denke, wir haben doch auch müssen die Gelegenheit haben, die zuhören und zuschauen, sich aktiv zu beteiligen. Und ich würde es vorschlagen, dass wir hier die Podiumsdiskussion zu Ende führen und wechseln dann hinüber zur Session, die dann eigentlich auch offen ist für andere. Also das heißt, man sieht es ja schon auf der linken Seite, da steht, ist jetzt now, ist jetzt live. Und ich würde mich mal recht herzlich bedanken, speziell ganz sicher auch Monika und an euch Kollegen, Roger, Michel und dir, Sven. Vielleicht noch ein Hinweis, das Service Management Forum wird jetzt dann wirklich wieder mal ganz menschlich, physisch vor Ort stattfinden, am 28. Oktober im Radisson Blu. Und wir sind, glaube ich, ja, sind sehr gespannt, dann wirklich wieder ein bisschen die Nähe zu spüren. Aber es hat toll und Spaß gemacht. Vielen Dank. Genau. Ganz lieben Dank euch. Und ich denke, wir werden noch ein, zwei Sätze dann auch in der Session noch zum Besten geben. Ein, zwei Fragen habe ich nämlich auch noch. Ich finde es auch schön. Es hat sich auch auf der Bühne haben sich auch einige Fragen ergeben. Vielleicht können wir einfach dann rüberwechseln. Wie gesagt, auf der linken Seite Session, dann würde ich sagen, machen wir das doch jetzt gerade, Martin. Genau. Bis nachher. Bis gleich. Du findest uns, Monika. Ja!